Mein Traum war schon immer ein großes Wohnmobil, aber angefangen ist es viel kleiner. Ich bin der Olli, bin seit 40 Jahren Camper und träume von der großen Freiheit mit einem Wohnmobil. Es war ein langer Weg, denn ein Wohnmobil ist nicht ganz günstig. Wir sind Anfang der 80er Jahre zum Campen gekommen mit einem Steilwandzelt. Das hat uns so viel Freude gemacht, dass wir im Grunde in jedem Jahr zum Campen an die Nordsee gefahren sind, nach Holland gefahren sind und dann in den späteren Jahren nach Frankreich, an den Atlantik oder an die Mittelmeerküste. Das ging von einem Zelt über einen uralten Wohnwagen, über einen Faltkarawan, den man früher auch Falti genannt hat. Das war uns dann aber zu kompliziert und wir haben nochmals auf einen Wohnwagen gewechselt, bis wir unseren Traum vor 2 Jahren erfüllt haben und haben uns ein Wohnmobil gekauft. Grundsätzlich, um ein Wohnmobil kaufen zu können, benötigt man Geld. Das haben wir uns über Jahre angespart, haben unseren alten Wohnwagen, den wir in 2015 gekauft haben, verkauft, haben unseren T6-Bus, den wir nicht mehr benötigt haben, um da den Wohnwagen zu ziehen, verkauft und haben uns aus dem Erlös dieses Wohnmobil gekauft. Das Wohnmobil macht es so besonders, dass wir sehr spontan sind, jederzeit losfahren können, unser eigenes Bett dabei haben, unsere eigene Toilette dabei haben, unseren Kühlschrank nur zu Hause teilweise ausräumen und losfahren. Unser Wohnmobil ist so besonders, weil wir einiges verbessert haben. Wir haben hier 18 Zoll Felgen verbaut, dann haben wir eine Zusatzluftfederung verbaut, das ermöglicht uns auch auf Fähren zu fahren, weil wir das Heck um ungefähr 8 cm anheben können. Verändert hat sich einiges. Wir haben einen YouTube-Kanal gegründet, mit dem wir mittlerweile, was ich mir nie vorstellen konnte, sogar ein paar Euro verdienen. Pflege beim Wohnmobil ist ein großes Thema, denn ein Wohnmobil ist teuer und sollte auch entsprechend gepflegt werden. Dort wird an den Wochenenden geputzt, gepflegt, Motorölstände geprüft, ob die Luftfederung noch heile ist, die Felgen geputzt, die Garage aufgeräumt und alles für die nächste Ausfahrt so weit gerichtet, dass man auch sofort losfahren kann. Wenn wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, ist es für uns sehr wichtig, neue Orte kennenzulernen, nette Menschen kennenzulernen, ja, und andere Gegenden, Landschaften. Das ist das Schöne beim Camping. Und wenn es uns nicht gefällt, dann fahren wir weiter. Was die Zukunft bringt, sind Träume, die wir vielleicht umsetzen können. Unser großer Traum nach diesem Wohnmobil ist mit Sicherheit ein Expeditionsmobil, also ein Expeditionsfahrzeug, mit dem wir durch Wüsten und gegebenenfalls wirklich einmal um die Welt fahren können.